Die Gelder fließen in unsere Staatskassen und ein Billighotel ist fertig. Da schauen wir doch auf jeden Fall mal, ob sich das lohnt. Wir setzen nämlich auf einen neuen Wirtschaftszweig. Hatten wir letztens beschlossen. Einstimmig, ne? Mehr brauchen wir ja nicht. Eine Stimme. Meine Meinung zählt. und zwar der... Upsa. Schluck auf. Moment, mal Luft holen. So, jetzt geht's wieder. Und zwar der Tourismus. Da werden wir einiges tun müssen und wollen für. Und jetzt überlege ich gerade, wo so ein Drachenfliegerclub Sinn macht. Eigentlich am Berg, ne? Nee, lass mal. Erstmal zumindest. So, jetzt schauen wir mal, was wir da weiter ausbauen können. Ein historisches Gasthaus für Kulturreisende. Wir könnten eigentlich auf dem Flughafen sparen. Nee, was heißt sparen? Wir bauen den einfach. Oh. Aber wo bauen wir den hin? Wir brauchen dann noch Platz für den größeren irgendwann mal. Wobei der größere, den können wir bestimmt hier... Moment, wir bauen den mal schön zentral. Ich weiß nämlich nicht, wie groß der große wird. So. Weil das ist bestimmt sehr, sehr wichtig für den Tourismus, dass wir hier irgendwo einen Flughafen haben. Ich meine, die Leute können zwar alle, die können zwar mit dem Schiff hier ankommen und so, ne? Das ist alles kein Ding, aber so kann es ohne Flughafen hier das auch nicht. So, bau mal. Noch können wir da nichts machen, ne? Komm hier Priorität hoch. Und du. Genau, das Casino ist auch fertig, sehr schön. Ja, hier finden die Leute auch Arbeit. Aber es sind noch keine Touris da. Schade, schade. Reicht denn überhaupt unser Strom noch? Wir müssten eigentlich auch mal... Wir haben ausführliche Studien fremder Kulturen durchgeführt und entdeckt, wie man einen ausländischen Besucher einen ganzen Tag lang unterhalten kann. Setzen Sie ihn einfach in einen runden Raum und sagen Sie ihm, dass in einer Ecke des Zimmers ein Stück Kuchen liegt. Tricks wie diese werden insbesondere unseren Touristikunternehmen helfen, Langeweile bei unseren Besuchern zu bekämpfen. Das ist gut. Sehr schön. Was erforschen wir als nächstes? Nee, das wollte ich nicht. Das war doch schon mit der Demokratie, oder? Oh, ich bitte euch. So. Flexible Prinzipien ermöglicht häufigeres Ändern der Verfassung. Nee, so oft ändere ich die ja nicht. Fahrzeugfabrik. Ja, das klingt gut. Genau. Apropos Medien, wo ich Medien lese. Ich glaube, um unsere Gedanken besser unter das Volk zu bringen, sollten wir eigentlich auch mal ein... Wo ist denn das jetzt hin? Ich hab's gleich. Hier. Eine Fernsehstation bauen. Erhöht die Freiheit in der Nähe. Wo bauen wir die denn hin? Also so ein Fernsehturm, ne? Großwobiristan braucht einen Fernsehturm. Da fühlt sich ja Robi noch mehr heime dann. Und, aber wo bauen wir den hin? Hier so in die Siedlung? Nee. Eigentlich müsste der schon schön zentral stehen. Da vorne? Am Hafen? Ich weiß nicht, bin mir gerade sehr unschlüssig. Oder hier so mitten ins Neubaugebiet. Das hätte den Effekt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, wenn ich die Freiheit von so vielen Leuten erhöhe. Möchte ich ja eigentlich gar nicht. Also in meiner Diktatorenrolle, ne? Am Hafen sieht aber auch doof aus. Hier so neben der Militärkaserne auch nicht.
Die Kirche wäre dann im Schatten? Ja. Ist ja wurscht. Wir haben ja sowieso in der letzten Folge die Religion etwas heruntergestuft. Das sieht doof aus, da in Verbindung mit dieser Pharma, mit GmbH. Da passt das auch nicht so richtig. Muss man auch gut überlegen, das sind 14.000, die ich jetzt hier mal ebenso locker investiere. Die 14.000, die auch ins Gemeinwohl fließen könnten. Hier kommst du hin. Sieht dann besser aus von der Skyline her. Ich mag das nicht, wenn alles so konzentriert ist. Auf einen Ort. Also so hohe Gebäude und so. Made in Tropico. Was ist das denn? Gut. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber ich freue mich. Und wie schaut's denn hier aus? Strom, ne? Genau, das hatte ich letztens vergessen. So, wo war denn das jetzt schon wieder gleich? Hier das Umspannwerk. Und da bauen wir gleich noch eins hier hin. Weil der Flughafen muss auch versorgt werden. Und jetzt schaue ich mal, ob da überhaupt noch unsere Kraftwerke reichen. Gesamtverbrauch. Das senkt hier alles nur Umweltverschmutzung. Das ist zwar schön, generell. Na okay, machen wir das jetzt mal hier bei dem. Vielleicht wird es ja auch effizienter. Haben wir noch einen Manager? Stellen wir den hier nochmal ein. Oder die. Die sehen jetzt aus hier. Die haben alle Hüte auf. Ist nicht hübsch anzuschauen. So. Wie geht's denn voran mit dem Flughafen hier? Da muss ich doch mal etwas Dampf machen, wa? Oder geht das auch so, ohne dass ich Druck mache? Liebe Genossen Bauarbeiter. Oh, jetzt hier hinten mal die Kurve rum. Mist. So. Doch kein Mist. Sehr schön. Da mal so eine Art, ja, Wendeschleife. Hinten am Flughafen, da macht das schon wieder Sinn. Oh Gott, guckt euch mal den LKW-Verkehr da an. Ist ja echt viel, ne? Ach, hier wollten wir auch noch ein kleines Dörflein hinzimmern. Machen wir auch gleich mal. Wohnen, wohnen, wohnen. Landhaus, ist ja Land. So. 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 Und so. Es können auch mal ein paar Leute aus der Stadt rausziehen. Sollten wir unbedingt fördern. So viel Bauxit ist hier nicht mehr übrig. So viel Kohle. Naja, es geht. Es geht. Es war aber schon mal mehr. Hier hinten haben wir keine Rohstoffe mehr. Nee, also ist eigentlich für den Flughafen auch eine ganz gut gewählte Stelle, finde ich. Weil hier hinten ist eh nichts mehr. Und da fällt mir doch gerade ein. Ne, wir bauen erstmal den Flughafen zu Ende und dann werden wir sehen, wie wir diese Anbindung da oben noch vollziehen. So, was ist denn los hier? Wieso hast du... Bau doch mal zu Ende. Leute, Leute, Leute. So, bei mir zieht jetzt im Real Life ein Tornado auf, habe ich das Gefühl. Gerade ziemlich windig draußen. Ich hoffe, das hört man nicht so über das Mikro, weil ich habe die Fenster auf. Extrem heißes Wochenende gewesen. Hier über Pfingsten. Mit bis zu 36 Grad oder so. Ist man leicht in Schwitzen gekommen. So, Strom ist jetzt hier. Was brauchen wir dann noch? Ein Bungalow. Das ist aber nur einer, oder?
Okay, bauen wir den mal hier so an den Strand. Drei Bungalows. Das sind hier so erste Versuche im Tourismus. Mal schauen, ob das klappt. Was man eigentlich auch immer als Touri braucht, ist Unterhaltung, ne? Deswegen Restaurant auch irgendwo wichtig. Denn die Touris sollen ja auch schön viel Geld hier lassen. Das ist ganz wichtig. Und wird das denn bald mal hier? Okay, im Flughafen ist ein etwas größeres Vorhaben. Was ist mit denen los? Wer war denn das nochmal, oder was? Ay, caramba! So, der ist industrieller Anführer. Mhm, ja, der stimmt mir zu. Das ist gut. So, kommt baut. In unserer Staatskasse sieht es wieder schön aus. Das gefällt mir, das sehe ich mit Wohlwollen. Und hier ist, ja, sind noch ein paar Baumstämme da. Da kann man noch was abholzen. Was ist denn hier los? Da ist niemand angestellt. Das geht nicht. Da müssen wir zwei Gastarbeiter einladen. So. Und hier ist jetzt alles friedlich, ne? Also da hat mein hartes Durchgreifen in der letzten Folge dann doch was gebracht. Auch wenn es mir im Nachhinein leid tut. Immer noch. So, wir haben ein Arbeiterproblem. Erscheint mir so. Wir haben zwar 12 Arbeitslose, aber nicht genug Leute, die diese Jobs haben möchten. Bim, 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 bim. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Vielleicht bauen wir einfach mal Wohnungen in der Nähe, oder? Hm. Da bauen wir mal hier so ein Luxus-Apartment-Block irgendwie an die Seite. Ach, hier ist schon wieder ein Berg, ey. Richtig Krise, so. Okay, ein Deal ist irgendwie ready, beziehungsweise ab. Was ist das hier? Ein Touristenschiff, geil. Schön. Unsere ersten Touristen kommen. Willkommen, willkommen. Fühlt euch wohl. Und schnüffelt nicht so viel in allen Ecken rum. Was hier? Das produziert immer noch nichts. Warum denn? Ah, da fehlt doch wieder was. Da fehlt wieder was. Eisen. Eisen fehlt. Wieso haben wir denn keine Eisen? Wir haben doch eine Eisen... Moment. Bauxit. War hier nicht vorher immer Eisen? Jetzt ist da plötzlich Bauxit. Na nö. Wieso geschieht sowas? Naja, auf jeden Fall müssen wir jetzt Eisen ins Land holen. Und wo kriegen wir den Eisen her? Fuck, hier ist es so. Ne, Moment, das sind nur Lebensmittel. Ach hier, Mann. Eisen. Aus Mexiko. Gut. Jetzt hoffe ich mal, also das Stahlwerk ist so meine Sorgenfabrik, ne? Definitiv. Nervt mich ein bisschen manchmal. Aber jetzt im Tourismuszeitalter ist es ja eh alles, wird es eh alles besser. Und mal schauen, wie sich da unsere Wirtschaft und unsere Bevölkerungsstruktur verändert. Die Fernsehstation ist fertig. Okay. Schauen wir mal von Weitem. Sieht bestimmt gut aus. Guck mal.
Eine großstädtische Skyline. Schick, schick, schick. Auch ein bisschen sehr detailliert eben das Feld gewesen. Hätte man auch aus Performancegründen darauf verzichten können. Bin ich so der Meinung gerade. Was machen wir denn jetzt als nächstes hier? Eine Taverne kommt ja auch noch hingepflastert. Irgendwie. Die Taverne am Strand. So, und ein Familienressort brauchen wir noch. Ja, bauen wir mal nicht an die Straße. Obwohl schlecht hier gegenüber vom Restaurant ist gar nicht so dumm. Das ist ja keine Tesco oder so. So, und jetzt schauen wir mal hier. Charterflüge. Flugtickets bringen mehr Gewinne ein. Das machen wir. Gut. So, jetzt Leute, kommt, arbeitet. Flughafen. Schöner Job. Zack, zack. Dabei, dabei. Ja, da wollen dann doch ein paar arbeiten. Da setzen wir auch mal das Budget rauf. Und wieder ist ein Handel abgeschlossen worden. Bam, 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 bam. Zwei Schiffe sind frei. Zwei Schiffe sind frei. Was können wir da noch Schönes exportieren? Planken, Konserven. Machen wir ja alles schon. Rum, natürlich Rum. Ob da was bei Rum kommt? So. Das waren jetzt lukrative Deals auf jeden Fall. Wie schaut's denn hier aus? Die Obdachlosigkeit ist massiv gesunken. Wir könnten aber ganz gut mehr Leute, Einwanderer gebrauchen. Das sind nur 8, die einwandern. Warum ist das so? Haben wir irgendwie eine Verordnung? Oder eine Gesetzgebung? Ach Quark, hier ist es. Was ist es also hier so? Einwanderungsland, sind wir noch. Ist das jetzt, weil wir die Religion benachteiligt haben, ist das jetzt, sind wir deswegen unattraktiver geworden oder was? Freiheit ist mies. Lass mal überlegen. Unterhaltung ist nicht so gut, Nahrung ist auch nicht gut, Freiheit auch nicht. Die nötigen mich dazu, hier Dinge zu tun, die ich nicht tun will. Erstmal bauen wir noch eine Polizeiwache hier hin. Was? So. Alter Schwede. Und dann noch einen kleinen Laden. Ja, auch Touris wollen einkaufen. So. Gut. Ein historisches Gasthaus. Ist auch schick. Bauen wir auch hin. Mal, da schmeißen wir das Geld raus. Schauen wir mal. Moment. Tourismus, Tourismus, Tourismus. Wir haben noch einen Haufen Manager jetzt übrig. Außenpolitisch läuft das ja alles ganz gut. Ach, guckt mal hier. Die Strommenge ist Moment, das muss ich doch mal. Das machen wir hier auch mal. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier auch
ob die Stromproduktion steigt durch die Verwendung von Erdgas. Das ist ja dann ein ganz interessanter Effekt. Freiheit, Freiheit. Ich lasse es lieber mitsingen. Hier bauen wir noch so eine Familienhotel-Strandanlage hin. Moment. Wo baut man? Ach, hier. Genau, so. Da sieht das wenigstens richtig nach Touri-Ecke aus hier. Straßen brauchen die auch alle. Die kommen ja alle mit ihren Familienkutschen an. Oh, guck mal hier. Wie ist denn der gelandet? Vor allem, wie startet der? Jetzt wird der Turbo reingehauen. In letzter Zeit waren wir arg verkatert und hatten keine guten Einfälle. Aber zum Glück musste gestern einer unserer Forscher bis ans andere Ende der Insel und hat das Fahrrad entdeckt. Und es funktioniert ganz ohne Benzin. Schön. So, ich will jetzt mal gucken, wie der Flieger hier startet. Haben wir auch fies gebaut hier ans Gebirge, ne? Aber kann halt nicht jeder landen in Großwobiristan. Auf jeden Fall funktioniert der Flughafen und bringt ein bisschen Zusatzeinnahmen. 1600 dBi. Und ja, das ist ganz gut. Da haben wir doch einiges hier in dieser Folge fertiggestellt und die Schwachstellen und Probleme, ja, da müssen wir uns jetzt intensiver drum kümmern, habe ich das Gefühl. Es wird nicht leichter auf jeden Fall. Aber das werden wir schon packen. Ich bin ganz zuversichtlich. Zur Not haben wir noch einen Speicherstand oder 1, 2 und da kann man noch ein bisschen rumexperimentieren. Es hat mich gefreut, dass du wieder zugeschaut hast und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann.